Hallo und willkommen zu einer kleinen Info-Video zum Mittwoch, weil heute kein Video, oh Gott, weil heute leider kein Video, richtiges Video erscheint, weil ich nämlich sehr unter Stress war und ich gestern, Leute, gestreamt habe. Wie ihr schon seht, ist da mein Haus. Ich habe noch ein bisschen weitergearbeitet nach dem Stream. Aber das ganze Haus habe ich im Stream gebaut. Ich habe außerhalb hier noch einen Briefkasten hingemacht. Oh Gott. Wo ist meine Klingel? Lol. Okay, ich hatte meine Klingel. Ach nee, da. Jetzt habe ich da eine Klingel. Und ich habe mit, nicht mit Chisel im Bild, ist eine andere Mod. Das ist die Little Tiles Mod. Das ist so ähnlich wie Chisel im Bild. Komm ich hier hoch? Ach, Kacke. Warte mal. Leute, ihr seht schon. Oh, ich zeige euch gleich das ganze Haus. Ey, ohne Mist. Auf jeden Fall, Leute, habe ich gestern gestreamt. Auf jeden Fall ein fettes Dank an alle, die dabei waren. Ihr seht schon hier drin. Okay, müssen wir mal hier um die Ecke. So habe ich mit Little Tiles Mod, die mir so ein YouTuber vorgeschlagen hat, mal ein bisschen was gemacht. Das habe ich innerhalb noch, so lang wie es klingt, eine halbe Stunde gebraucht. Aber das ist echt anstrengend, ne? So, ihr glaubt es gar nicht, ne? Das hat ultra lang gedauert. Glas habe ich auch noch gemacht gestern. So, jetzt zeige ich euch mal das Ganze aus. Das hier ist mit Carpenters Blöcken gemacht. All diese Dinger hier. Ich zeig's mal ums Haus. Ich finde das Haus so geil. Ist ja noch lange nicht fertig. Aber ich finde das so geil, wie das jetzt hier aussieht alleine. Hier ist die Vorlage gewesen. Mit dem Hammer. Ich kann euch mal zeigen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich brauche mal den Hammer. So. Jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Wie lange das gestern einfach gedauert hat. Ohne Mist, ne? Hat einfach so lange gedauert. Uff. So, hier ist die Tür aus Epistein, aus dieser Dimension hier. Nicht Never, nicht diese Candylands, sondern diese mit den Augen. Dann habe ich hier diese Lotto-Bananen. Wir haben gestern Totems geöffnet, Leute. Und diesen Rucksack, warum ich so einen Rucksack aufhabe, werdet ihr am Freitag in der Folge sehen. Die anderen wissen es schon. Ich werde auch nicht zeigen, was im Rucksack ist. Hier habe ich mit Chisel, also den normalen Chisel, diese Dinger hier gemacht. Das sieht ultra cool aus, diese Bücherregal mit diesen Regenbogen. Ohne Mist, Leute, das sieht so krank sick aus, ne? Wartet mal kurz, Leute. Und ihr seht schon hier das Rot, das sieht so geil aus. Guck mal, wie der Übergang hier eigentlich so ultra smooth ist, ne? Na, auf jeden Fall habe ich das hier überall gemacht. Hier habe ich noch eine rote Leiter, auch aus, wie hieß das? Carpenters-Blöcken gemacht, die Bett auch. Hier habe ich so einen kleinen Schrank, den kennen wir ja aus unserer alten Welt, beziehungsweise da, wo wir eigentlich wieder zurück wollen, aber irgendwie kein Portal finden, irgendwie zurückzukommen, weil ich immer noch Baby Chaos suche und Baby Hero ist ja ein Element. Was Element wird auch bald kommen, ist ja so ein kleines Info-Video hier. Und hier seht schon, ich kann hier Licht anmachen, Licht aus, Licht an. Ich habe noch nicht viel gemacht, aber hier habe ich dann auch nochmal mit diesem roten Stein hier gemacht. Regenbogen, weil die Leute das wollten. Habe ich das auch reingemacht. Hier geht es zum Dach. Ihr seht schon, das ist ein Bug. Das ist einfach ein Bug. Das ist, ich habe mit Carpenters Blöcken hingemacht. Und es ist eigentlich ein vollständiger Block, der hier oben drüber ist. Und das wurde dann einfach so gemacht. Ich finde das so geil. Und habe ich gedacht, ah, lässt du so. Und hier arbeite ich weiter immer noch mit Little Tiles Mod. Für die 1.7.10. Hier solche kleinen Dinger zu bauen. Das sieht so geil aus, ne? Wir waren hier alles chill. Carpenters Blöcks und ich zeige euch jetzt was auch keiner weiß, nicht mal die Leute aus dem Stream, was ich außerhalb gemacht habe noch. Oh, ihr seht schon, das ist ein Ghost Block. Das ist einfach ein Ghost Block, hier geht es dann runter, die Leiter. Und ich habe einfach im Stream, Leute, oder war das im Stream? Ich weiß gar nicht, das war glaube ich 2 Minuten im Stream oder 2 Minuten nach dem Stream, ich weiß es nicht mehr, habe ich eine Chest gefunden und da war einfach dieses Zeug hier drin. Nicht in dieser Chest, das habe ich jetzt extra hingemacht für euch. Irgend so eine Rüstung. Ich weiß nicht, was das ist. Guckt euch mich mal an. Jetzt ohne Mist. Dann habe ich so einen kleinen Plüschi in der Hand. Der ist einfach Evil Plüschi. Und so eine Rüstung hier. Ich habe gar keinen Plan, was das ist, ne? Und die Rüstung, die bringt mir nicht mehr viel, oder? Gucken wir mal Rüstungsbalken. Ne, hier unten. Fast gar nichts. Die Rüstung ist einfach Kacke. Ich weiß nicht warum. Die sieht so cool aus eigentlich. Aber die ist so schlecht. Ohne Mist. Auf jeden Fall hier dann noch Leiter. Hier wird auf jeden Fall noch weitergemacht. Hier habe ich nämlich noch vor,
da lang zu gehen hier. So, damit ihr wisst. Und ich wollte nur mal so ein kleines Infovideo raushauen, dass morgen. Morgen? Nee. Infovideo. Dass nach Nova. Oh Gott, wie das ruckelt. Nach Nova ein neues Projekt kommt. Mit der lieben Suskia. Und ich hoffe, freut euch drauf. Das Projektnamen werde ich nicht bekannt geben, aber es ist auf der Bedrock auf jeden Fall. Und es wird lustig. Wir wollen von der Bedrock dann später, wir wollen ja mehrere Projekte davon machen. Nach dem Projekt wollen wir einen zweiten Teil machen. Und auf jeden Fall wird das dann mit Mods sein. Auf der Java. Das wird ultra lustig. So, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr ruckeln. Und ich freue mich da mega drauf. Allein das Projekt, was wir jetzt schon vorbereitet haben, das wird ultra, ultra cool. Oh Gott, jetzt muss ich hier hoch. So, und ich habe noch viel vor in Microfusion. Hier, ich habe noch so einen Chest-Transporter hier genommen. Ich weiß bloß nicht hin mit den Chests so lange. Ich glaube, ich packe die einfach mal so lange hier hin. Und ihr seht schon, das Zeug ist dann trotzdem in der Kiste. Das ist ultra praktisch, ne? Ich dachte erst, ah, funktioniert safe nicht. Aber doch, funktioniert einfach. Das ist ultra, ultra cool. Oh Gott. Jetzt das hier zusammen, obwohl es nicht zusammengehört. Egal. Ich wollte mal, nämlich mal, endlich mal das Zeug hier vorm Haus mal wegnehmen. Weil es sieht echt, echt, echt schäbig aus. Weil das Haus sieht an sich ultra cool aus. Ich finde das Haus so geil. Ich will das, was ich hier auf diesem Fenster hier draußen gemacht habe, hier drinnen ein bisschen fortfahren, wenn man das so nennen. Ach nee, man kann ja die Kisten hier gar nicht. Oder warte mal, kann ich das hier oben drauf? Ja. Ein bisschen fortfahren. Aber es tut mir leid, dass heute keine anständige Folge kommt. Ich hoffe, ihr könnt mir dabei verzeihen. Aber wir haben einfach noch gestern gestreamt. Dann hat das noch Zeitaufwand. Das war, glaube ich, ein 2-Stunden-Stream. Soweit, wie ich mich jetzt nicht irre. Es hat halt ultra, ultra lang gedauert, das Stream. Also, es war auf jeden Fall cool. Für mich hat sich das angefühlt wie 5 Minuten, dass wir gestreamt haben. Aber die Zeit ging halt einfach zu schnell vorbei. Und dann war es halt schon spät und dann musste ich halt noch private Dinge tun. Deswegen wurde gestern, also kommt heute nur so ein Infovideo. Das heißt nur, besser als nichts, finde ich. Auf jeden Fall, Nova, wenn ihr das hier seht, ist die erste Folge Nova online gekommen, ja. Und das ist krank geworden, oder? Leute, sagt eure ehrliche Meinung zu der ersten Folge Nova, schreibt es in die Kommentare. Das ist einfach ultra krank geworden. Ich könnte eigentlich auch Iron Chest und sowas hier machen. Ne? Ich bin Dulli. Ich bin so ein Dulli. Warum man. Ja, okay. Man schleppt ja an sich eine Kiste, ne? So, die packen wir einfach mal hier hin. So. Jetzt holen wir nochmal die restlichen zwei. Und dann räumen wir mal das Zeug hier draußen weg. Schwupp. Ach, das ist so cool, ne? Also ich habe. Uff. Ich finde das Haus. Die Leute haben ja mitentschieden, wie das Haus aussieht. Und das sieht an sich so geil aus. Wow. Das sieht einfach so geil aus. So, jetzt nehmen wir die letzte Kiste noch mit rein. Dann haben wir die Kisten fertig. Ist einfach eine ultra coole Mod, ne? Da hat man einfach nicht so viel. Wie nennt man das? Ah, schade. Muss ich doch hier machen. So, können wir wieder im Inventar nehmen. Jetzt haben wir das schon mal fertig. Kleines Infovideo kann man es eigentlich auch nicht nennen, ne? Was ist das hier nochmal? Das ist der Mana-Becken. Habe ich auch noch nie verwendet. So, oh Gott. Wie lange das einfach braucht zum Abbauen, ne? Habe ich gestern auch überlegt. Ich so, oh, Alter. Wie lange braucht das? Lol. Oh, ich wollte gerade sagen, hä? Wieso kann ich das nicht abbauen? So. Nehmen wir das jetzt noch alles hier mit. So, bam, bam. Bam, bam. Hier ist noch eine Chest. Ah, hier sind die Waffen drin. Die stelle ich dann einfach neben mein Bett oben. So,
Den Rest packe ich jetzt einfach mal kurz. Ich muss immer noch gucken, dass ich meinen Geheimgang hier offen lasse. Aber Leute, ihr wisst gar nicht, ich liebe Ultra-Geheimgänge, ne? Deswegen hat mich das Ultra, die Leute so, also ich, wo ich das gesehen habe, ich so, uff, schon cool, schon cool. Und diese Geräusche, die haben gestern so genervt, ne? So, das Bett brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir nochmal den Chestbreaker. So. Den Mana-Becken packen wir einfach mal kurz hier hin. Die Chest mit den Waffen, die kommt. Die packen wir jetzt hier hin. So. Dann gehen wir kurz schlafen. Oh, das sieht so geil aus mit diesen Regenbogen. Das ist sogar innen drinne hier. So, jetzt können wir uns das Haus nochmal von vorne angucken. Wow. Was ist, nee, hier ist nicht die Chest. Das ist die Krimskram-Chest. Was ist das für eine Chest? Da, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam. Nee, weiß man nie, wann man die braucht. Carpenter-Hammer. So. Cooler muss ich auf jeden Fall auch mal farmen gehen, Leute. So, wir haben 4 Öfen, müssen wir auf 4 aufteilen. Gut. Da 3 rein. Da 2. 2. So, jetzt können wir uns das Haus mal von außen angucken. Ah, oh, das sieht so sick aus. Ist noch lange nicht fertig. Sowas in der Art wie das Fenster würde ich hier überall machen. Leute, sagt eure ehrliche Meinung von 1 bis 10, wie ihr das Haus findet. Also ich sage, Alter, schon nur 100 von 10, Alter. Nur 100 von 10. Okay, Leute, das war eigentlich nur so ein kleines Infovideo. Beziehungsweise Zeigvideo, was im Livestream war, Ersatzvideo, wie ihr auch es nennen mag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Fusion am Freitag wieder. Haut drin, bis dann und ciao, Leute.